Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Agrarian Skies. Ja, wie ihr seht, so viel mehr ist es bis jetzt noch nicht geworden. Ich habe nicht viel Zeit verstreichen lassen und ich glaube, ich mache den nächsten Song an. Den hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon. Und ja, ich würde sagen, ehe wir jetzt lange rumlabern, ich würde gerne etwas modifizieren, aber dafür müssen wir, glaube ich, noch was holen. Moment. Eigentlich fällt mir gerade mal eine Sache ein. Eigentlich müssten wir das mal WLAN-mäßig machen. Aber gut, jetzt noch nicht. Und zwar hätte ich gerne einen Import-Bus. Und zwar einen Fuzzy. Genau, das ist optimal. Oh, wir haben noch Fluid-Import-Busse. Theoretisch könnten wir die auch benutzen. Mal gucken. So, und ich will nämlich mal was probieren. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht ausgetestet. Also gleich hier Experiment und so, ne, dass ihr gleich Bescheid wisst. Und zwar habe ich ja gesehen, dass wir hier oben die Sachen in unser System importieren. Klapp, klapp. Und theoretisch könnten wir dann einfach einen Import-Bus hier raufknallen. So. Könnten ihm sagen, dass er auch Items receiven darf. So. Den Import-Bus hier auf Stack-Mode stellen. Und wenn wir jetzt etwas in diesen netten kleinen anderen Tesseract reinpumpen, was wir jetzt direkt mal probieren. Nämlich Item Send Mode. Genau. So, dann nehmen wir uns hier einen Item Duck, packen das dahin, stellen es hier um, packen uns ein Pneumatic Servo rein, stellen ihn auf Automatik und Pump. Bar. Power. So. Müssten theoretisch jetzt die Sachen direkt in unser System gehen. Wenn wir gleich mal sehen, ob es hier oben blitzt. Es kann sein, dass ich es gerade nicht sehe, weil ich die Partikeldichte runtergestellt habe, um die Last nicht so hoch zu halten. So, aber wir können ja hier gucken. Und zwar Raw Beef. Ändert sich momentan noch nichts. Aber 500 sind schon eine Menge. Habe ich so viel im System gehabt? Gucken wir gleich mal, ob jetzt einfach alles aus der Kiste raus ist oder nicht. Weil wenn es aus der Kiste raus ist, dann kann es nur entweder in der Pipe stecken. Ah, Leather, okay. Oh, Moment. Send Items True 1, okay. Item Send Mode passt. Okay, und der Item Receive Mode hier drüben müsste dann... Ah, Moment. Nicht, dass es ein Redstone-Signal gibt und sich das dadurch ausschaltet. Das kann natürlich sein. Habe ich Redstone auf Ignored gestellt, bevor wir jetzt irgendwas machen? Ja, gut. Okay, das heißt... Ich kann ihn nicht direkt ans System anklemmen, sehe ich das richtig? Item Receive Mode. Ignored. Yes. Ich bin der Nutzer und sending energy, receiving items and energy. Okay, das scheint also nicht zu funktionieren. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil wir können ja theoretisch einfach hier das machen. Klack. Okay, können wir wahrscheinlich nicht machen. Doch. Ein paar Item Ducks hinten ranhängen ist ja kein Problem. Haben wir vielleicht zufällig noch ein Pneumatic Servo? Ja, sehr gut. Kann ich eh craften, von daher kann ich mit denen ruhig rumlaufen. Ein paar davon braucht man ja immer, ne? So, klack, klack, klack. Du bitte auf so. Und macht jetzt was oder nicht? Sehen wir es hier hinten an der Kiste? Ja, er macht was, okay. Gut, dann halt so. Aber wir können jetzt zumindest über diese Frequenz auch Items verschicken. Das ist ja schon mal wichtig. Sollen echt mal gucken, wie man die direkt ins System kriegt. Wäre schon cool. So. Und da wir jetzt sowieso dabei sind gerade hier,
schlage ich mich jetzt einfach mal hier noch durch. Und wir basteln ihm hier. Aber jetzt muss ich hier aufpassen, dass der nicht connected. Genau. Und schlagen uns hier mal eine Leitung durch. Sinnvollerweise natürlich so. Und dann müsste er die Items eigentlich direkt ins System importieren können. Du bist leer? Ja. Wunderbar. Kannst du weg. Du bist auch leer? Ja. Yep. Okay, dann kannst du auch weg. Und er importiert das automatisch. Und dann können wir ihm theoretisch auch noch sagen, dass er das Holz hier aus der Kiste automatisch importieren soll. Klapp. Export only. Ein Holz. Whitelist. Nur Holz und Äpfel. Klapp. Und dann kann er das Zeug auch verschicken. Wunderbar. Ich komme jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr durch. Ja, das war so klar. Okay. Das heißt, unser Holz wird jetzt auch automatisch ins System geleitet. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier mal eine kurze Schlachtrunde machen, weil momentan sind es mir doch ein bisschen zu viele Kühe. Die gehen massiv auf die Frames, aber müssen sich eigentlich relativ schnell erledigen. Und wir können theoretisch die Fluidax, wenn wir welche dabei haben, was doch haben, gleich mal kurz nutzen, um unten den Spawner zu füttern. So. Und du gehst hier aus, genau. Na, wie weit seid ihr? Okay, und dann sollten wir vielleicht auch den Spawner ausschalten, obwohl er theoretisch auf Dauer nicht so viel nachspawnen kann, wie er soll. Wie er will, aber egal. So reicht es erstmal, wir haben weniger Kühe und wir haben weniger Arbeit, okay. Und die Chest? Achso, der Rancher bringt ja an sich nicht keine Items, okay. Zumindest nicht, solange wir keine Schafe oder ähnliches haben. Gut, gut. Das funktioniert also auch alles. Wie sieht's unten mit unserem... Ah, ein bisschen was haben wir da schon wieder drin. Da ist aber jetzt das nächste Problem und dafür habe ich den letzten Tesseract jetzt auch erstmal noch. Und zwar kriegen wir hier drüben natürlich auch keine Energie. Weil hier ja nur eine Zelle dran hängt. Und das ändere ich jetzt auch direkt einmal. Und damit es besonders spaßig ist, werden wir wahrscheinlich hier... Ah nee, ich glaube, ich werde noch keine Fluids da reinleiten. Das wäre echt doof. So, also mach mal bitte nur Receive. Nur Receive Energy. Danke. Und auf Leitung 1 und Party. So, jetzt müsstet ihr hier wieder Energie kriegen. Ja, jetzt müssen sie erstmal damit wieder mithalten. Aber wenigstens killt er dafür alles und sendet mir schön die ganze Mob Essence da runter. Und ich muss mir auch hier rum vorerst keine Gedanken machen. Und ja, ich weiß, dass ich hier auf einem sehr, sehr wackeligen Pfad wandle, weil es durchaus sein kann, dadurch, dass ich keinen... Ah, es geht ja, aber... Dadurch, dass ich jetzt momentan keinen Puffer dazwischen habe, können mir die ganzen Gerätschaften hier ausfallen. Aber was mir nicht ausfallen kann, ist das AE-System. Und das ist mir ehrlich gesagt das Wichtigste. So. Und das läuft hier mit vollem Puffer, also es gibt auch volle Kanne aus, also 2011 pro Tick.
Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Tesseract momentan übertragen kann. Da bin ich ehrlich gesagt Tatsache überfragt. Da müsste ich nochmal nachlesen. Aber es wird wohl ein bisschen was sein. Gut. Das läuft alles. Wir haben keinen Read mehr. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal wieder warten, bis die Farm ein bisschen arbeitet. Und diese ganzen dummen Endermen, die hier unten rumwandeln, gehen wir tierisch auf den Senkel. Eigentlich könnte man jetzt die Items auch gleich ins System schmeißen lassen, aber gut. Das ist hier nicht das End, Leute. Das ist nicht das End. Ihr seid hier definitiv falsch. Oh, bitte. Müssen wir erstmal hier kurz rumjucken. Oh, was? Du hast den zweiten Schlag überlegt? Das geht gar nicht. Hatte ich eigentlich alle Modifier von dem Ding hier benutzt? Ich glaube schon. Okay, irgendwo sind noch zwei, aber die sind, glaube ich, oben drauf. Viel angenehmer, ohne so viele Endermen. Gut, okay, unser Schlachtsystem läuft jetzt also auch viel besser. Das heißt, die Mob-Essence wird auch sehr schnell sehr viel mehr werden, obwohl wir sie momentan wahrscheinlich gar nicht weiter brauchen. Aber das spielt ja erstmal keine Rolle. Hauptsache, wir kriegen unsere Items und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal schnell an den Umbau der Mob-Falle. Habe ich Rubber im System? Nicht viel. Okay. Conveyor Belts. Dafür brauchen wir das. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah ja, und da fehlt es an Rubber. Wie sieht es denn mit Raw Rubber aus? Naja, wunderbar. Dann schmeißen wir das doch mal in den Ofen. Ich überlege gerade, ob Ender.io hier installiert ist. Nein. Okay. War mir nur gerade wichtig. So, er backt hier immer noch brav Brot und es wird so lange dauern, bis er damit durch ist. Ach ja. So. Okay. Wir machen erstmal nur einen Stack, das reicht ja grundsätzlich aus. So, die Kuh muss ich noch irgendwie... Ach, die packe ich jetzt auch hier rein. Ihr kommt da alle rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Die Conveyor Belts brauchen wir gleich noch. Alles, was ich gerade nicht brauche und was in irgendeiner Form unnötig ist. Moment, Drive. Das müssen wir gerade noch machen. Ich glaube, ich habe ein 4K reingeworfen, oder? Yep. Ah, wir müssen gucken, woran es liegt. Oder er hat gerade zu viel zu tun, was Crafting angeht. Das kann durchaus sein. Und die Hardened Energy Cell kann auch erstmal ins System, genau wie die Chest. Die Pneumos, das hier alles. Meine Diamantschaufel, warum auch immer ich mir die gebaut habe, ich überlege gerade Tatsache selber. So, das funktioniert soweit. Essen haben wir dabei. Den Rucksack brauche ich eigentlich auch erstmal noch nicht. Ich brauche ein paar Torches. Zwar wahrscheinlich gar nicht so wenig und ich brauche eventuell doch ein bisschen Cobblestone. Sollte aber ausreichen. So, das Buch behalten wir hier. Conveyor Belts brauchen wir. Dann craften wir uns mal noch ein paar neue Conveyor Belts zusammen. Oh, Moment. Verlierst du hier Leben drin? Nein, du kannst hier echt gut drin leben. Okay. Cool. Ich muss da gerade noch mal kurz was machen. Das ist jetzt leider notwendig. Eine Gasträne. Ein Safari-Net. Zack. Guck mal hier, mein Freund. Dankeschön. So. Ich will ja alle Tierchen haben. So, wie sieht's hier aus mit dem Drive? Oh, scheint er fertig zu sein. Aber Brot kannst du mal bitte abbrechen.
Da kommt so schnell nicht so viel Weizen nach. Drive. Ach, der ist nicht gecraftet? Silizium fehlt ihm. Tatsache. Sand. Und Certus. Certus Quartz Dust. Klack. So. Nutzen wir mal unsere Möglichkeiten hier. Das geht nicht. Ach man. Ärgerlich. Dann kommt ein halber Stack da rein und ein halber Stack da rein. Sand wieder ins System. Und ich wollte Conveyor Belts bauen, noch mehr. Klack. Ich baue mal 3 Stacks. Ansonsten benutzen wir es vielleicht später für was anderes, aber ich glaube, 3 Stacks sind ein ganz guter Wert. So, du kommst da oben rein. Das habe ich hier alles. Jetzt holen wir uns noch schnell ein bisschen Silizium. Sagen ihm hier, hey, du hast Silizium. Dann kann er sich nämlich seinen Mist hier zusammencraften und dann sollte er uns einen Drive gebaut haben. Yes. Gut. Wir sollten nämlich langsam anfangen, ein bisschen mehr Platz im System zu schaffen und das will ich lieber direkt machen, bevor ich es dann später vergesse. Und wir dann irgendwann dastehen und nichts haben. So, okay. Erstes Drive ist auch drin. Unser Agrarian Klotzi fühlt sich auch total wohl. Und wir werden wohl dann mal zur Monsterfalle rübergehen und da mal ein bisschen Licht machen. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, als allererstes also oben rauf. Oben ein bisschen aufschlagen. Und ausleuchten und so. Und dann werden wir das ganze System komplett umbauen müssen. Ach, wie ich mich freue. Ach, ich bin so glücklich. Ah ja, hier ist die Öffnung, okay. Licht. Noch mehr Licht. Geht das hier eigentlich genauso? Müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt hier mit rechts klick, nein, aber hier eventuell. Ja, okay. Also Last Slot, okay. F7. So. Ich mache es einfach ein bisschen random. Auf die Gefahr hin, dass ich... Ja, das war random sinnvoll. Hallo, Creepy! Ach, wie süß von dir, dass du da bist. Ich will aber nicht, dass du hier irgendwas in die Luft jagst. So. Oh, vielleicht hier noch ein bisschen Licht und hier noch ein bisschen Licht. Und dann gehen wir mal eins runter und gucken, was noch so an Monstern da ist. Oh, hier ist auch... Hier kann doch nichts spawnen, bitte. Wie soll denn hier was spawnen? Egal. So, gucken wir mal durch. Hallo. So, was lebt hier noch? Nicht mehr wirklich viel. Ja, komm her. Skelly. Okay, kurz mal dafür sorgen, dass hier wirklich nichts mehr spawnt. Hep. Oh. Tschüss. Tschüss. Plopp. So. Oh, das schaffe ich vielleicht sogar noch in unserer Aufnahmezeit, wenn ich mich ein bisschen beeile. Müssen wir mal kurz hier klack, klack, klack machen. Ich war eigentlich am Überlegen. Ich würde schon ganz gerne die ganzen Steine da drunter... Ach komm, machen wir einfach. Du natürlich nicht ja, ganz am Anfang, aber... So.
Schöner Freefall Tower hier. Hauptsache jetzt spawnt kein Skelett, das wäre ziemlich tödlich. Ich hätte die halt gerne ein bisschen dann. Ach, ich hab die hier am Rand auch. Ah, okay. Ja, dann machen wir sie erstmal nur zu. So. Plop. Ich hoffe, dass die Steine, die ich jetzt mitgenommen habe, ja, die dürften eigentlich dafür ausreichen. Also erstmal regnet es jetzt nicht mehr unten die ganze Zeit, was ja schon ein bisschen nervig war in der Monsterfalle. Und zweitens entkommen uns die Endermen nicht mehr, was ich noch ehrlich gesagt für viel wichtiger halte. So. Okay, Conveyor Belts. Wie rum setzt man die jetzt richtig ab? So, das werde ich hier allerdings noch nicht ganz abschließen, weil ich ganz genau weiß, dass es ein massives Problem gibt. Wenn man da einmal raufkommt. Man kann da nämlich echt schnell runterfallen. Und ich will ehrlich gesagt nicht zwingend sterben. Also, ich könnte. Ich habe genug Leben. Und wenn ich jetzt hier runterfalle, wird das alles in die Hopper geworfen. Und ich würde es sowieso wiederbekommen. Aber warum sollte ich sterben? Das macht ja denn keinen Sinn. So. Klack, 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 klack. Ich glaube, so viele Conveyor Belts, wie ich gebaut habe, hätte ich gar nicht bauen müssen. So, aber das funktioniert zumindest schon mal so. Dann gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie halbwegs vernünftig gesetzt bekommen. Damit ich sie nicht ewig durch die Gegend drehen muss. Ich weiß, es geht, aber... Kämpft dagegen an! Kämpft dagegen an! Oh Gott, das dauert ja ewig. Ja, komm. Ich weiß, ich will da runter. Los! Geht doch. So und so. Perfekt. Jetzt sind es ja nur noch 5. Ich habe viel zu viele gebaut. Vielleicht müssen wir damit noch irgendein lustiges System bauen. Okay, jetzt ist mir egal. Komm, hier rauf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, und jetzt machen wir das hier einfach mal. Klack, klack. 5. Oh, nein. 1, 2, 3, 4. So. Und ihr kommt jetzt einfach mal so hier ran. Falls jetzt wirklich jemand versucht, hier in Türnähe zu kommen. Eigentlich eine sehr geile Sache. Das könnte man tatsächlich theoretisch machen. Hehe. Klick, 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 klick. Klick. Und klick. So, jetzt noch richtig rumdrehen. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich mal ein Monster hier an unsere Tür klopfen möchte, sagen wir einfach nö. So, jetzt habe ich nur noch das Problem. Ah, das geht so nicht. Man sollte versuchen, nicht zu springen. Also, man kommt tatsächlich besser weg, wenn man einfach nur läuft. Ah, ich hätte gleich die Fackeln wegnehmen sollen, verdammt. So. Weil die Monster wehren sich gegen die Conveyor Belts auch gar nicht. Das ist das Witzige daran. So. Jetzt müssen wir nur noch einmal hier zumachen und aufs Dach. Na komm schon. Einmal hier durch, bitte. Los. Ich will nicht gleich wieder aufs nächste Band draufrutschen. Also bitte... Geh da einfach rein, genau. Ich würde auch sagen, wir klatschen hier gleich einfach wieder Holz vor. So, und dann einmal hoch. Ganzen Fackeln abschlagen und Löcher zumachen. So. Und ab dem Zeitpunkt sollte jeder Enderman, der spawnt. Hallo, ich habe die andere Taste gedrückt. Also habe ich nicht, aber ich wollte es. Klack. Klack, klack. Klack, klack. Nein, zu tief. Zum Glück ist es nur Cobblestone, von daher ist es egal. So, so, so. Ich weiß, es ist eine spannende Arbeit, aber es muss sein. Ich hoffe, ich habe nicht die Leiter zugemacht. Nein,
Sehr gut. Okay. Und jetzt können wir auf dem Weg nach unten einfach wieder essen. Können wir ein paar Spawns abwarten und mal gucken, was so passiert. Und theoretisch könnten wir es hier hinten auch noch abcovern mehr, dann wäre es ein bisschen hübscher. Und wie gesagt, wir müssen halt auch noch dafür sorgen, dass die Item-Sachen irgendwie sinnvoller abgeleitet werden als hier über meinen Kopf und bla. Das könnten wir halt auch alles über den Tesseract machen. Also sogar spezifisch über das hier und müssten dann nicht so viel Zeug machen. So. Okay. Also wie ihr seht, die fallen trotzdem runter und hüpfen wie blöd durch die Gegend. Ah, jetzt ist er tot. Ihr habt alle Strom? Yes, sir. Sehr gut. Gut. Für den Fall, dass jetzt wirklich mal ein Andy da oben spawnen sollte, fällt ihr auf jeden Fall runter, wird hier unten geschnetzelt und wir freuen uns alle an Cola-Keks, dass wir Enderperlen kriegen. Yes! Und wir haben die Aufnahmezeit von 25 Minuten erreicht. Und ich habe es trotzdem geschafft, es umzubauen. Ich muss dringend den Außenring noch irgendwie abmachen oder es noch eins tiefer ziehen. Irgendwas in der Richtung. Fällt mir noch was für ein. Also, ich will es nicht weiter überziehen. Wir haben jetzt inzwischen hier schon 9000. Das heißt, wir kommen langsam, aber sicher dahin, ein paar Folgen noch, dann geht's. Also, bis dann und ciao.